Und fange einfach mal damit an, dass ich mich freue, Sie zu begrüßen heute zu unserem Webseminar BIM für Schwimmbäder. Vielleicht waren einige von Ihnen auch schon in dem letzten Seminar dabei, wo gerade erst einmal das Seepferdchen verteilt wurde, also BIM mit Seepferdchen. Heute sind wir eine Stufe weiter, haben wieder einen Satz hervorragender Redner, die uns mitnehmen in ihre Welt von BIM für Schwimmbäder. Fangen wir an mit der Webikette. Webikette sollten wir jetzt in den letzten Monaten mit so viel Homeoffice, mit so viel Webseminaren und Meetings schon alle ein wenig kennengelernt haben, aber nichtsdestotrotz. Mein Kollege wird Sie jetzt alle stumm schalten und bei allen ebenfalls die Kameras deaktivieren. Wir wollen das einfach vermeiden, irgendwie dann doch raten zu müssen, welche lustigen Geräusche es im Hintergrund gibt, beziehungsweise wer da gerade im Hintergrund umherläuft. Natürlich später, wenn es dann zur Fragerunde geht, nach unseren Vorträgen, werden Sie alle wieder freigeschaltet, können sprechen, können auch die Kamera benutzen. Und ansonsten, wenn zwischendurch etwas geschieht, einfach gerne auch den Chat verwenden. Fangen wir mal an mit, wer macht denn diesen Tag und dieses Seminar gerade überhaupt möglich? Hier möchte ich anfangen mit dem Unternehmensverbund, bestehend aus POS4, DeuBIM und EduBIM. POS4 ist gerade unser Gastgeber, also unsere seit mehr als 25 Jahren tätige national und international agierende Planungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf. Handlungsschwerpunkt liegt hierbei im klassischen Spektrum der Architektur, insbesondere in den Bereichen Neuplanung und Revitalisierung. Der Hauptfokus umfasst vornehmlich Handels- und Freizeitimmobilien, ausgesuchte Wohnungsbauprojekte und, wie Sie sehen können, Schwimmbäder. DeuBIM hingegen als Schwesterunternehmen ist seit über 6 Jahren erfolgreich im Bereich der Beratung und das zu dem Thema digitale Transformation, BIM-Implementierung, also wie bekommt man dieses BIM denn hinein ins Unternehmen von ganz kleinen Architektur- und Ingenieurbüros bis hin zu großen Konzernen, die wir unterstützen dürfen und ebenfalls tätig im BIM-Management, also im operativen Projekteinsatz. EduBIM hingegen, das ist dann eher meine Spielwiese, ist ein Fort- und Weiterbilder, natürlich auch hier mit Fokus auf BIM, auf Digitalisierung, mit Vorträgen, mit Präsenz- oder eben Online-Veranstaltungen und auch mit E-Learning und Zertifizierung. Und ja, wir alle drei können BIM. Rechts sehen Sie, dass wir letztes Jahr Finalist waren im Building Smart International Open BIM Award mit einem BIM-Projekt hier aus Deutschland. Und dieses haben wir dann auch nochmal niedergeschrieben und das im BIM-Mittelstandsleitfaden. Als nächstes zu unseren Partnern. Zuerst möchte ich vorstellen Water Games and More. Water Games and More, das ist ein Familienunternehmen und realisiert Wasserattraktionen wie Sprayparks, Wasserrutschen und einfach die Gesamterlebnisse dessen, was Spaß macht, nämlich Wasserspiel. Hier auf dieser Folie sehen Sie Beispiele von realisierten Attraktionen und Produkten, wie eben den Wasserrutschen und Sprayparks, das Ganze in verschiedenen Themenrahmen. Und ich kenne einige dieser Schwimmbäder persönlich und es macht sehr viel Spaß. Es geht um Sprayparks, also Wasserspielplätze mit interaktiven Wassersprühern, mit Springbrunnen. Man kann da allein spielen, man kann in Gruppen spielen. Das ist wirklich was für Kinder, aber nicht nur für Kinder, auch für jung gebliebene Erwachsene. Und das Ganze wird schlüsselfertig geliefert, denn je nach Wunsch liefert Ihnen Water Games and More eine schlüsselfertige Wasserattraktion und kümmert sich dann auf Wunsch von A bis Z auch um alles. Als nächstes möchte ich gerne Pelikan vorstellen. Pelikan Bau ist ein Familienunternehmen, ebenfalls spezialisiert auf Sport- und Leisure-Projekten. Pelikan ist in 4 Ländern tätig, im Gründerland Niederlande, in Belgien, in Deutschland, in Großbritannien. Und Pelikan existiert schon seit mehr als 70 Jahren und davon über 45 Jahre in Deutschland. Von Pelikan wurden europaweit schon mehr als 1000 Projekte realisiert und davon ca. 500 mit Schwimmbädern. Und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie schon in einem Pelikan-Schwimmbad waren, ist dann doch recht hoch. Und jetzt, und das sage ich aus eigener Erfahrung, Pelikan kann BIM und ist in diesem Bereich auch wirklich ein Vorreiter. Aus diesem Grund freue ich mich schon umso mehr auf Paul Gerritz, der Sie nachher auf den Sprung vom Beckenrand mitnimmt. In diesem Moment nicht verboten, sondern erwünscht und sein Vortrag. Einer unserer weiteren Partner sind Krieger Architekten Ingenieure. Schon
1932 gegründet, existiert es mittlerweile in der dritten Generation und seit über 50 Jahren hat das Unternehmen sich der Planung von kommunalen Bäderbauvorhaben verschrieben. Als Generalplaner mit Hauptsitz im rheinländischen Velbert und einer Niederlassung in Koblenz haben Krieger schon über 250 Bäderprojekte realisiert, von kleinen Aufgaben, zum Beispiel Modernisierung eines Bades auf einer kleinen ostfriesischen Insel, bis hin zur der Umsetzung einer Therme im Projektvolumen von über 60 Millionen Euro. Architektur, Tragwerksplanung und die Planung der technischen Gebäudeausrüstung kommen hier aus einem Haus und deswegen vor diesem Hintergrund liegt es nahe, dass sich Krieger natürlich eben auch mit dem Thema BIM beschäftigen. Jetzt kommen wir zu Schomburg. Seit über 80 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt der Bauchemiehersteller Schomburg Produkte in einer sehr hohen Qualität. Schomburg unterstützt dabei seine Kunden und Partner in allen Disziplinen bei der Wahl geeigneter Abdichtungssysteme. Sportstätten und insbesondere Schwimmbädern wird dabei, wie Sie auch hier von der Folie entnehmen können, eine erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. Durch die Ableitung von individuellen Systemlösungen gelingt es, gemeinsam mit dem Kunden die Bauzeiten ohne Qualitätsverlust zu reduzieren. Das, was man als Kunde also auch sehr gerne hört. Allein in den letzten 12 Jahren wurden so international mehr als 500 Sport- und Freizeitbäder mit Lösungen von Schomburg realisiert. Und wie ich es eben schon bei einem unserer anderen Mitstreiter sagte, wahrscheinlich ist Ihnen Schomburg im Schwimmbad schon einmal begegnet. Als Bauchemiehersteller stellt Schomburg auf der einen Seite Informationen zur Verfügung, ist aber gleichzeitig auch mit den Kunden, zum Beispiel Fliesenleger, direkt mit auf der Baustelle. Also hat Schomburg einen sehr guten Einblick in die theoretischen Grundlagen, aber auch in die Praxis, nämlich wie es dann wirklich letztendlich umgesetzt wird. Genau diese Unterstützung bringt Ihnen nachher auch unser Redner Markus Kutscher näher in seinem Vortrag zu den Schwimmhilfen. Außerdem ein weiterer Partner ist die Agrobuchtal GmbH, Teil der Deutsche Steinzeug und Krämer und Breuer AG. Hier finden Sie gebündelte Kompetenzen im Bereich keramischer Fliesen für sämtliche Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel Fassaden, Shops, Hotels, Infrastrukturbauten und, wie Sie sich auch denken können, Schwimmbäder. Die große Farb- und Formatspektren eröffnen Ihnen dabei wirklich viele Möglichkeiten in Form der Gestaltung. Und hier, der Fröhlichkeit ins Wolle, ein schönes Bad mit Produkten von Agrobuchtal umgesetzt. Und wer mir hier gerade im Hintergrund so laut ist, den bitte ich doch gerade mal, sich selbst stumm zu schalten. Danke. Agrobuchtal bietet Lösungen von hoher technischer Qualität, ästhetischer Qualität und das Ganze eben auch made in Germany mit modernen Produkten, innovativen Produkten, gerade im Bereich der Oberflächenveredelung. Und als letztes habe ich jetzt hier noch Aquila Wasseraufbereitungstechnik, seit 20 Jahren internationaler Anlagenbauer. Als erster Anlagenbauer in Deutschland, jemand, der in der Lage ist, Planung und Bau von badewassertechnischen Anlagen mit BIM umsetzen zu können und auch schon erfolgreich abgeschlossene BIM-Projekte hat. Aquila bietet hierbei eine umfangreiche badewasserspezifische BIM-Datenbank und ist damit Ihr innovativer und effizienter Partner für den digitalisierten Schwimmbadbau. Spannend ist aber besonders der Unternehmensverbund. Gemeinsam mit den beiden Schwesternfirmen für Kunststofffertigung, Schaltanlagenbau und Softwareentwicklung liefert Aquila nämlich alles aus einer Hand. Das bedeutet, in der Unternehmensgruppe bestehen verschiedene Unternehmen, verschiedene Abteilungen, die dann eben auch im Bauablauf und in der Umsetzung der BIM-Methode unterschiedliche Rollen einnehmen. Aquila tritt nämlich gleichzeitig als Hersteller, als Planer und als ausführende Firma auf. Und diese drei unterschiedlichen Sichtweisen auf BIM als Werkzeug im Bäderbau wird Ihnen jetzt als nächster Redner und als erster Redner vor allem Sebastian Klärding umreißen. Es geht um den Workflow zwischen den Beteiligten. Es gibt Beispiele für Synergieeffekte. Ich verabschiede mich jetzt mal vorübergehend und sehe Sie später wieder zu Ihren hoffentlich reichlichen und ausgiebigen Rückfragen und freue mich jetzt auf Herrn Sebastian Klärding mit dem Staffelstab im Wasser. Vielen Dank. Wunderbar. Sarah, herzlichen Dank für deine gute Einleitung. Auch ich möchte Sie alle gerne sehr begrüßen zu unserer Vortragsreihe. Mein Name ist Sebastian Klärding. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter in der Aquila Unternehmensgruppe. Bevor ich beginne, möchte ich mich auch kurz noch bedanken bei all den eben genannten starken Partnern, von denen zwei Stück ja nach mir auch gleich noch vortragen,
die so mutig sind, bei BIM in Deutschland mit voranzugehen, die uns dann damit auch die Möglichkeit gegeben haben, dass wir gemeinsam lernen und miteinander wachsen. So, jetzt geht's aber los. Staffelstab im Wasser, Workflow und Synergien zwischen Projektbeteiligten im Bäderbau. Unsere Unternehmensstruktur hat Sarah ja eben schon genannt, verschiedene Firmen mit verschiedenen Sichtweisen. Zwei dieser Firmen in unserer Unternehmensgruppe, Moment, geht's gerade nicht weiter, jetzt, sind dabei besonders mit BIM beschäftigt. Auf der einen Seite die Firma Main-Tauber Kunststoff als Hersteller von unseren Captura-Filtern, von Einbauteilen und Attraktionen. Die beschäftigt sich mit dem Apparatebau und mit dem Behälterbau. All diese Produkte stellen wir als BIM-Objekte für interne und externe Zwecke im IFC-Format bereit. Eine weitere Sichtweise ist der Anwender dieser Objekte, hauptsächlich Firma Aquila, Wasseraufbereitungstechnik. Unsere technischen Büros beschäftigen sich hier mit der Fachplanung. Dann nutzen wir diese BIM-Objekte und erstellen BIM-Fachmodelle. Mit der Montageplanung und später im Anlagenbau natürlich auch mit der Montage. In all diesen Bereichen erforschen wir momentan die Potenziale, die die BIM-Methode uns bietet. Als erstes möchte ich mit Ihnen kurz in die Sichtweise des Herstellers schlüpfen. Wir wollen BIM-Objekte bereitstellen. Wie gesagt, für externe Kunden und natürlich auch für unseren internen Bedarf innerhalb der Gruppe. Jetzt ist es so, dass es in Deutschland noch keine wirklich umfassenden und einheitlichen Anforderungen an die BIM-Objekte gibt, zumindest nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Daher sind wir dazu übergegangen und machen einen individuellen, projektspezifischen Export nach Anfrage eben dieser Produkte, die Sie vorhin gesehen haben. Trotzdem muss man vorher ein paar Grundlagen festlegen. Das eine ist das Dateiformat. Hier gibt es, und das ist, denke ich, bekannt, ich gehe auch nicht so nah drauf ein, unterschiedliche Sichtweisen und Varianten. Man kann entweder in proprietären Formaten, wie zum Beispiel in Revit, seine Daten bereitstellen oder in offenen Formaten. Ich will, wie gesagt, nicht näher darauf eingehen, nur ein kurzes Plädoyer für offene Formate. Wir sind noch so früh in der Entwicklung und im Voranschreiten von BIM. So viel Innovation steht noch vor uns und das geht vor allem durch Innovation, durch Kooperation. Und das entsteht meiner Meinung nach eben durch Open Source, durch offene Formate. Daher, meiner Meinung nach, sollte jetzt nicht einem Hersteller schon eine Monopolstellung verschaffen werden. Und das ist auch der Grund, warum wir uns eben für offene Formate entschieden haben. Als zweites muss man das Level of Development bestimmen. Das wird üblicherweise bei Projektbeginn in den Vorgaben, also in den Auftraggeber-Informationsanforderungen vorgegeben. Man kann aber nicht immer alles bereithalten. Daher unsere Erfahrung nach, eine bewährte Abstufung, das sich auch mit dem Gespräch mit anderen ergeben hat, ist LOD 200, eine Störraumdarstellung. Die kann genutzt werden, entweder für den herstellerneutralen Einsatz, früh im Projekt als Platzhalter oder auch später noch im Projekt, wenn einfach kein besseres BIM-Objekt vorhanden ist. Zweitens haben wir LOD 300. Das ist eine Detaildarstellung. Hier sind exakte Maße vorhanden und auch die konkreten Modellinformationen und Attribute enthalten. Das ist auch, wie wir es aktuell in unseren BIM-Modellen hinterlassen. Als drittes geht es darum, Attribute zu wählen. Und das ist mir in vielen Gesprächen mit anderen Herstellern aus der Badewassertechnik aufgefallen. Das ist die große Krux und die große Frage. Bisher ist es so, wir haben nur mit IFC Version 2.3 bisher gearbeitet. Dort ist die standardisierte Attributierung sehr eingeschränkt. Es gibt Minimalanforderungen, hier beispielsweise in einer AIA für Installationen in einem Projekt, das wir mit unseren Partnern von eben genannt durchgeführt haben, die wir mindestens bereitstellen. Das erweitern wir dann über proprietäre Property Sets, wie beispielsweise Dimensionen, Systemzugehörigkeit und so weiter. Das sieht man nachher noch mal etwas genauer. Hier ist unser Motto, wir wachsen mit den Anforderungen und gehen lieber einen Schritt vor den anderen, von einem Projekt zum nächsten, die Anforderungen erfüllen, anstatt uns jetzt, was bei den ein oder anderen Herstellern passiert, so lange die Köpfe zerbrechen, wie die perfekte Attributierung ausschaut, um am Ende gar nichts zu tun. Ich gehe davon aus, dass sich mit der Zeit konkrete, allgemeingültige Anforderungen herauskristallisieren werden. Und dann ist auch die Zeit für eine Standardisierung.
ich hoffe da ein Stück weit auf IFC 4.0. Hier wird es viel mehr normierte Attributvorgaben geben, die dann auch von nachfolgenden Nutzern besser nutzbar sind, die auch automatisiert und maschinell. Hier habe ich ein kleines Beispiel, wie man unseren Capturer so attributieren könnte, rechts später vielleicht mal und links aktuell. So, jetzt schlüpfen wir heraus aus der Sicht des Herstellers und einmal rüber in den Bereich Fachplanung. Ich muss jetzt ein kleines bisschen vorwegnehmen. Wir kommen nachher wieder ein Stückchen zurück. Es wird sich ergeben, warum. In der Fachplanung, ein wichtiger Nutzen von BIM ist die Koordination. Und aus unseren Rollen heraus haben wir das eben verschieden wahrgenommen. Und ich möchte hier einmal ein sehr gutes Beispiel zeigen, wie es in Werdohl passiert ist. Ich wechsle dazu mal eben. Ich hoffe, das wird jetzt so auch übertragen. Ja, sieht gut aus. In BIMSync, eine Online-Kollaborationsplattform, die später auch noch öfter erwähnt werden wird, die wir hier genutzt haben, um all die Fachmodelle miteinander zu koordinieren. Das ist ein kleines Frei- und Hallenbad. Das Hallenbad wurde neu gebaut. Kleine Einkreisanlage mit einem Schwimmbecken. Ich mache uns mal eben die Tür auf. So. Hier kann man den Technikraum sehen. Recht überschaubar. Warmwasserbereitung, Heizungsverteiler, unsere Filtertechnik. Hier ist noch ein Lüftungsrohr. All das ist im Erdgeschoss in einem Technikraum und unten gibt es aber noch einen Keller. Und all diese Gewerke müssen hier durch diese kleine Ecke durch in den Keller. Das wurde von drei verschiedenen Parteien, verschiedenen Planern mit verschiedenen CAD-Systemen und verschiedenen Wissensstand geplant. Die haben sich nie getroffen, kennen sich nicht und trotzdem hat das einwandfrei funktioniert. Ich schneide das nochmal, damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Hier kann man sehen, wir haben zwei verschiedene Heizungsleitungen, jeweils mit Vorlauf und Rücklauf für Badewasser und für statische Heizung war das, glaube ich. Wir haben ein Lüftungsrohr, wir haben Spülluft, Spülwasser. Hier ist noch eine Leitung für Hebeanlage, Schmutzwasser, Rohwasser, Reinwasser. All das, verschiedene Gewerke, verschiedene Leute und das wurde Stück für Stück hier drin koordiniert. Alle Kollisionen und Probleme ausgearbeitet, bevor die erste Schraube tatsächlich gesetzt wurde. Die Terminpläne wurden da erstellt, um eine sinnvolle Montagereihenfolge vorzubereiten. Und am Ende wurde das ohne Probleme genauso montiert. Und ich finde, das sieht aus, als hätte es einer geplant. So, hier kurz zurück. Genau. Also das heißt, wir nutzen das für die Kollisionsvermeidung, um einheitliches Bild zu erstellen, die Terminplanung vorzubereiten und auch um Informationen an andere Gewerke zu übermitteln, technische Daten und so weiter. Da gehen meine zwei nachfolgenden Redner aber noch etwas genauer drauf ein. Um so ein Modell nun zu erstellen, hier ist es, so einen digitalen Zwilling, wie gern gesagt wird, brauchen wir allerdings eine brauchbare Produktdatenbank. Das heißt, wir müssen BIM-Objekte in das Fachmodell einbringen. Die können wir entweder, so wie ich es eben dargestellt habe, von Herstellern bekommen, direkt von denen oder aus Bibliotheken. Oder das Modell wird in einem CAD-System erstellt. Man nutzt die mitgelieferten Daten. Das Problem ist, gerade bei uns in der Badewasserbranche, wir sind so eine kleine Nische, wir sind sehr schwach vertreten. Die CAD-Hersteller haben wenig Interesse, unsere Daten bereitzustellen, weil sie einfach zu wenig Nutzen darin sehen. Das haben wir auch durch die Bank alle auf den entsprechenden Messen so gesagt. Es gibt da also keinen sinnvollen Support. Was so passiert ist, dass Produkte, die es nicht gibt, zum Beispiel sehr großformatige PE-Rohre, manchmal bei der Planung durch zum Beispiel Stahlrohre ersetzt werden. Und das ist ein Problem, denn so hat man einfach keinen echten digitalen Zwilling. Man muss diese CAD-Datenbank also durch eigene Daten ergänzen und das haben wir gemacht. Wir haben eine Internetdatenbank angelegt, vor allem für Rohre, Formteile und Standardprodukte wie Einbauteile, Pumpen, Klappen, mit genauen und verlässlichen Daten. Beispielsweise hier so ein Wandeinbauteil. Ich habe hier mal eins dabei. Genauso, wie es gefertigt wird. Ich meine, das stellen wir selbst her, das fällt natürlich leicht, aber auch andere Lieferanten wie Rohre und Formteile haben wir exakt die Daten hinterlegt, die wir auch verwenden.
Das heißt, die Geometrien sind so, wie sie uns den Lieferanten auch schicken. Der Radius des PE-Bogens ist genauso, wie er später auf der Baustelle ist. Wir können Attribute frei nach unserem Bedarf hinzufügen und sind absolut flexibel und erweiterbar. Auch das ist wieder, finde ich, ein Beispiel für die Vorteile offener Systeme. Nicht jedes CAD-System ist so frei und wir haben deswegen eins gewählt, wo man genau das kann. Wir können firmenintern wichtige Daten mit anhängen an die Produkte für die eigene Nutzung. Und warum wir das tun, zeige ich Ihnen jetzt. Ein Beispiel der Daten, die wir anhängen, ist die für uns firmeninterne Bestellnummer aller Produkte. Wenn wir also dann so ein Fachmodell erstellt haben, können wir daraus Stücklisten exportieren. Wir importieren die in unser ERP-System, erstellen dort eine Bedarfsmeldung, übergeben die an die Einkaufsabteilung und die kann dann just in time das Material auf die Baustelle bestellen. Das erspart uns das Material händisch aus den Zeichnungen aufzunehmen, wie wir das früher getan haben, und reduziert Übertragungsfehler. Das funktioniert aber eben natürlich nicht. Wenn dort ein Stahlrohr drin ist, dann würden wir ja Stahlrohr bestellen. Ein weiterer Synergieeffekt ist, dadurch, dass wir jetzt genau wissen, welches Material von welchem Lieferanten in welchen Dimensionen bei uns auf der Baustelle landet, können wir den Vorfertigungsfaktor deutlich erhöhen und Fertigung in die Produktion bringen. Wir können beispielsweise hier in Werdohl ganze Einströmsysteme bei uns in der Produktion vorfertigen. Hier haben wir das vorgeplant, haben den Strang aufgeteilt in 5-Meter-Stücke mit Flanschen dazwischen, haben die 5-Meter-Stücke hier vorgefertigt, auf den LKW gebracht und vor Ort einfach an die Wand geschraubt. Das ist qualitätssicherer, weil man hier unter guten Bedingungen arbeiten kann und nicht draußen bei schlechtem Wetter. Es ist preiswerter und es geht schneller. Hier zum Beispiel haben wir diesen Abschnitt in ungefähr einem Tag montiert, anstatt normalerweise in gut einer Woche. Damit kommen wir dann auch rüber in den Anlagenbau, wie wir dort in der Montage von BIM profitieren. Als allererstes haben wir all die BIM-Modelle, die wir erstellen, natürlich auch auf der Baustelle parat, über Smartphones und Tablets oder, wie ich später nochmal kurz erwähne, auch in Augmented Reality. Die Monteure können sich die Modelle anschauen und visualisieren. Sie können daher schwierige Bereiche leicht erfassen. Hier sieht man nochmal das, was ich eben auch in BIMSync gezeigt habe. Man kann sich gut mit den anderen Gewerken abstimmen, individuelle Ansichten und Schnitte selbst anlegen, die in der Montageplanung vielleicht so nicht berücksichtigt wurden. Man kann beliebige Maße an jeder beliebigen Stelle nehmen. Und was ich eben angesprochen habe, wir machen im Moment die ersten Tests mit Augmented Reality. Das bedeutet, wir nehmen das BIM-Modell aufs Tablet oder Handy, überlagern das mit dem, was die Kamera sieht und können so die beiden Zwillinge sozusagen übereinander legen. Unsere ersten Tests sind dabei, die Lage von Einbauteilen zu kontrollieren. Nachdem die Schalung mit Einbauteilen vollmontiert wurde, schauen wir aufs Handy und gucken, ob digital und Realität wirklich übereinander liegen. Ein zweiter Anwendungsfall ist die Vorbereitung von Planrevisionen. Wenn der Bauleiter auf Baustelle ist, kann er überprüfen, ob auch alles wie geplant gebaut wurde und so, falls es Abweichungen gibt, entweder früh reagieren, um eine Kollision zu vermeiden, oder wenn es nicht so schlimm ist, dass der Fehler passiert ist, die Planrevision nachziehen und die Zwillinge wieder aufeinander abstimmen. So, zum Abschluss würde ich gerne noch auf den Workflow eingehen, einmal durchgehend und zusammenfassend am Beispiel von unserem vorhin schon kurz gezeigten Wandeinbauteil. Der Hersteller erstellt das Objekt des Modells und stattet es mit Grunddaten im BIM aus. Das wird übergeben an die Fachplanung. Hier wird dann das konkrete Produkt ausgewählt und an die Gegebenheiten angepasst. Das heißt, die richtige Dimension gewählt, die Länge, dass es auch in die Wand reinpasst, der Aufbau, also in dem Fall vorne Andichtflansch, Mauerdichttragen, hinten Festflansch, das Material aus PVC, das wird festgelegt und dann fachgerecht im Modell positioniert. Koordiniert mit den anderen Planern auf Kollisionsvermeidung und dann an die Montageplanung übergeben. Hier findet eine weitere Koordination mit den anderen ausführenden Firmen statt, sei es mit dem Statiker, was die Armierung angeht, mit zum Beispiel dem Hubbodenlieferant, dass eine Einstromdüse und vielleicht eine Stütze des Hubbodens nicht übereinander liegen,
mit dem Architekten oder dem Fliesenleger über die Höhe des Fliesenaufbaus zum Beispiel. All das kann dann dort passieren. Hier findet dann der Massenauszug statt, in eine Bedarfsmeldung konvertiert und dann an die Fertigung oder an den Einkauf übergeben. Es werden Montagepläne abgeleitet und auf die Baustelle gebracht. Wenn dann die Planung und die Produkte auf der Montage angekommen sind, wird hier erstmal verstanden, was zu tun ist. Dann wird die Installation durchgeführt an der Schalung und hier könnte dann beispielsweise eine Lagekontrolle per Augmented Reality stattfinden. Das ist der Workflow, wie wir ihn erleben, mit uns und mit anderen auf der Baustelle, jetzt schon im dritten laufenden Projekt. Und nun würde ich gerne dieses Einbauteil wie einen Staffelstab weitergeben an Paul Geritz und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, da bin ich dann. Sebastian, herzlichen Dank. Ich habe hier dein Formstück bekommen. Wunderbar. Ich werde Ihnen mal zeigen, was wir als Generalunternehmer mit so einem Formteil machen. Weil bis jetzt hat Sebastian erklärt, wie es gemacht wird, wie es geplant wird. Und ich werde jetzt Ihnen mal zeigen, wie das dann wirklich vor Ort eingebaut wird. Mein Vortrag, die heißt Sprung vom Beckenrand und es geht eigentlich über die Digitalisierung auf der Baustelle. Erstmal ein paar Bilder. Hier sehen Sie Bilder auf die Baustelle in Münster, wie die Einbauteile von Aquila, die wir jetzt übergeben bekommen haben, auch wirklich eingebaut werden. Sie sehen hier die Schalung stehen, wobei dann die Einbauteile angebracht werden. Hier zum Beispiel Einbauteile für die größeren Teile. Das sind die Einbauöffnungen für Einstiegöffnungen für die Schwellwasserbehälter. Hier sehen Sie eine Bodenplatte mit die Einströmdüse für die Badewassertechnik. Hier in die Wand und hier nochmal das Einbauteil, was ich von Sebastian bekommen habe. Sie sehen, wie das dann integriert wird mit die Bewehrung in die Wand. Und am Ende wird dann nochmal an die andere Seite die Schalung dagegen gestellt und wird die Wand betoniert. Und wenn die Schalung wieder weggenommen wird, ist das das Bild, was man dann hat von den Einbauteilen. Da können die Rohre angeschlossen werden. Und hier sieht man nochmal links, wie es geplant worden ist und rechts, wie es ausgeführt worden ist. Was sind für ein Generalunternehmer die neue Werkzeuge? Was passiert alles digital? Immer mehr und mehr. Und ich werde Ihnen mal ein paar Beispiele nennen oder zeigen von digitalen Hilfsmitteln, die wir in unsere Unternehmen nutzen. Womit haben wir zu tun auf einer Baustelle? Das sind natürlich viele Dokumente, Protokolle. Wir brauchen eine Qualitätssicherung zu garantieren. Prinzip arbeiten wir nicht nur mit Zeichnungen, aber mit Fachmodellen, Terminpläne, das Bauzeitplan und wir müssen uns kümmern um die Sicherheit, Gesundheit und das Umwelt. Unsere Polier, unsere Bauleiter läuft ständig mit einem iPad rum, wobei eigentlich viele Werkzeuge da angebracht worden sind. Wir arbeiten mit verschiedene Programme wie BIMSync, Syncro, Let's Build, Bricsys, Skype, Solibri. Viele, viele Programme, die wir erstmal so mal angeben, was wir damit machen können. Die Visualisierung, wie Sie das kennen. Es gibt natürlich ein 3D-Modell und in 3D-Modell können wir ganz einfach einen Film daraus machen, um dem Bauer mal zu zeigen, was er im Vorfeld bekommt. Das gibt einen viel besseren Einblick für einen Bauherr, als dass er eine Zeichnung lesen muss.
Wir können diese Art von Videos, Renderings, die können wir nochmal koppeln über YouTube an einen Film, mit was da nochmal in Wirklichkeit in gebauten Teilen nochmal ist. Und somit gibt es einen guten Eindruck, was den Bauherr bekommt. Die digitale Zwilling wird so auf diese Art und Weise nochmal visualisiert. In der Vergangenheit wird das viel über so eine Art eine Form von Artist Impression gemacht, wie wir hier sehen. Ein Großprojekt, was wir jetzt in Kerkrade mit angefangen sind. Ich habe in das letzte Seminar Ihnen nochmal gezeigt, wie wir mit einem über so einen Baustein fliegen und damit die Geländehöhe einmessen können, um so unser Modell und die Bodenaushub mal ermitteln zu können. Ich zeige Ihnen jetzt, wie der heutige Stand ist. Wir sind angefangen. Sie sehen hier die Bohrmaschine für die Bohrpfähle. Das ist das Bereich, wo das Schwimmbad kommt. Rechte Seite, wo die Erdhaushub gemacht wird, ist der Bereich, wo die Sporthalle kommt. Und Sie fliegen jetzt weiter in die Richtung vom Stadt, Eingang, wo an die rechte Seite dann ein Parkhaus kommt. Auch während der Bauphase werden wir noch ständig mit Drohnenmessungen vieles festlegen. Was ein 3D-Modell ist, ist eigentlich das Endprodukt. Die digitale Zwilling ist das Endprodukt, was am Ende realisiert ist. Während dem Bau brauchen wir natürlich Info über den Zustand von Woche bis Woche. Das machen wir über Programm Synchro. Damit kriegen wir eine 4D-Simulation. Und die 4D-Simulation gibt an, was pro Woche realisiert wird. Wir haben hier so eine kleine Aufnahme mal gemacht mit rechts ein Bild über ein Drohne wieder, ein Luftbild und links das Modell. Somit können wir einen Vergleich machen, was geplant worden ist in der Bauzeit und was wirklich realisiert wird. Das sind für uns als Unternehmen ganz wichtige Daten, die wir nutzen, um mal ständig weiter uns zu entwickeln. Über das Programm BIMSync ist eigentlich eine Plattform, was wir zur Verfügung stellen an unsere Nachunternehmer. Hiermit kann ich eigentlich angeben, dass das erste Modell, was von den Statikern kommt, das sogenannte Entwurfsmodell, dass wir das weiterverwenden in die Richtung von Engineeringsmodellen. Engineeringsmodelle sind eigentlich die Modelle, die von den Zulieferanten auf die Baustelle produziert werden. Ich zeige Ihnen mal einen kurzen Film darüber. Wir haben das Modell von der Konstruktion. Das ist vom Statiker gemacht worden. Und wir werden da mal angeben, die Modelle, Fachmodelle von zum Beispiel der Kalksandstein, von die Filigran-Decke, die man da hat, auch von die Hohlkörperdecke, die man hat. Das sind alle dann die Verlegepläne von den Zulieferanten, die jetzt in das Modell, Entwurfsmodell von den Statiker mit integriert werden. Auf die Art und Weise sieht man eigentlich, dass man nicht mehr mit Zeichnungen arbeitet zur Kontrolle, aber mit Modellen. Was wir noch mehr machen können über das Programm Solibri, wenn wir ein 3D-Modell von einem Gebäude haben, ist für uns natürlich wichtig die Masseermittlung. Wir haben hier ein Beispiel von einem Hotel. Aus das Hotel können wir, aus das Modell, ganz einfach alles, was mit Beton zu tun hat, zum Beispiel in diesem Bereich die unterschiedliche Decken oder die Fundamente, können wir rausziehen mit das Programm Solibri. Und dann haben wir sofort eigentlich die komplette Masse von, was im Beton ausgeführt werden muss. Wir können dann alle Attributen da dran hängen, unterschiedliche Betonqualitäten und alles kann man da so mit direkt rausnehmen aus dem Modell. Das sind Daten, die unheimlich wichtig sind, um das weiter zu verwenden. Was man mehr machen kann mit dem Modell, ist ein Clash Control. Mal suchen, wo wir dann die Clashes finden können. Oder
wie wir das auch machen können. Man nimmt ein Regelset und wir definieren in das Programm, such für mich, wo ein Clash ist zwischen zum Beispiel die TGA-Modell und das Statik-Modell. Sie sehen unten, dass der Computer anfängt zu rechnen. Die rechnet alles durch, wo er Clashes finden kann. Die werden dann angezeigt und die können wir pro Clash mal rausnehmen, sichtbar machen. Kleinen Moment noch, dass er das alles gerechnet hat. Dann sehen Sie das. Wenn wir die dann mal sichtbar machen, wird eigentlich nur den Clash sichtbar gemacht. Die werden wir dann über ein sogenanntes BCF-File weiterteilen an uns. Hier muss man etwas müssen, muss man leider anders verlegen. Hier sieht man eigentlich wie ein Rohr durch ein Lüftungsschutz. Das sind Spiele, wo man ganz einfach das über die Computer lässt und detektiert überall, wo Clashes sind. Und die Clashes kann man automatisch von, über einen Regelsatz, den man dann schreibt, zeigen. Das kann man nicht nur mit Clashes machen, weil was natürlich auch wichtig ist, wenn man baut, gibt es immer Toleranzen. Wenn man zum Beispiel Betonfertigteile auf ein Streifenfundament legt oder in diesem Fall auf ein Einzelfundament legt, muss man natürlich Toleranzen haben. Und die Toleranzen können wir auch definieren und automatisch kontrollieren. Zum Beispiel hier haben wir die Sockelleisten, die sind aus Betonfertigteilen gemacht worden. Davon definieren wir, dass wir davon haben wollen, dass sie eine Toleranz haben von 30 cm zu die Streifenfundamente. 30 mm, Entschuldigung, das wird viel. Die 30 mm geben wir dann an und dann lassen wir das Programm mal rechnen in das Modell, wo sind die Toleranzen nicht in Ordnung. Wir haben da etwas manipuliert hier in das Modell, weil eigentlich war das Modell so gut aufgebaut, dass es kein Clashes in dem Sinne gibt. Deshalb haben wir mal ein Dezimal dazugefügt. Und jetzt sehen Sie, dass es da keine 30 mm ist, aber nur 29,9 mm. Und auf die andere Stelle, die er angezeigt hat, sind es keine 30 mm, aber nur 29,6 mm. Hatten wir die Dezimal nicht eingeführt, hatten Sie hier kein Beispiel bekommen von, dass irgendwo die Toleranzen nicht eingehalten werden. Deshalb. Das sind mal Beispiele, wie wir mit den Modellen umgehen. Es ist natürlich noch immer so, dass auf die Baustelle auch 2D-Zeichnungen kommen. Das wird noch vor einige Jahre so bleiben. Wir hoffen natürlich, dass das sich weiterentwickelt, weil eigentlich ist das natürlich ein Blödsinn. Wir machen einen digitalen Zwilling in 3D. Wir werden nachher auch ein 3D-Gebäude herstellen. Trotzdem brauchen wir noch 2D-Zeichnungen. Ich denke, das ist noch ein Schritt, den man in Zukunft wirklich weglassen kann. Bis jetzt ist das noch nicht der Fall. Und was ist immer so ein Thema auf die Baustelle? Arbeiten wir mit der letzten Zeichnung? Oder was sind die Unterschiede zwischen Zeichnung Version 2 und Zeichnung Version 3? Es sind Sachen, die man ständig vor Ort findet und entgegenkommt. Und auch das ist natürlich, die Intelligenz von der Software ist so weit, dass wir damit weitergehen. Sie sehen hier in letztem Bild, dass wir all unsere Unterlagen da haben, Zeichnung von Statiker. Und das Programm kann automatisch detektieren, wo Unterschiede sind zwischen den Zeichnungen von Version 17. September und von 3. September. Sehen, alles, was rot ist, hat sich geändert auf dem Plan. Auch ein Forum, von wie man eigentlich mit 2D-Zeichnungen auch digital weitergehen kann. Anderes Thema für uns als GU ist natürlich immer unser Terminplan, Bauzeitenplan. Wir müssen schneller bauen, wir müssen Bauzeiten werden kürzer.
wie kann man das dann auch wirklich gut koordinieren? Wir sind ziemlich weit mit unserem Lean-Management auf die Baustelle und haben das auf diese Art und Weise angelegt. In unserer Baubude ist die Wand vollgeklebt mit Post-its. Die Post-its haben eine richtige Funktion. Jeder Subunternehmer hat seine eigene Farbe und jede Post-it bedeutet ein Arbeitstag. Sie sehen hier unsere Bauleiter, die nochmal kontrolliert, was daar gemacht wird. Sie sehen auch die holländische Flagge. Das hat damit zu tun, dass dieses Foto so direkt nach Koningsdag gemacht worden ist. Entschuldigung davor. Aber daar sind wir stolz drauf. Was ist hier der Fall gewesen mit dieser Art von kommunizieren? Jeden Tag haben wir unsere Daily Stand, kommen die polieren in den Baubude und geben an, was die gestern gemacht hat, was die heute produzieren und was die morgen vorhaben. Und dann kam Corona. Das hat damit zu tun, dass eigentlich unsere Baubude nicht ganz geschlossen wird, aber natürlich, wir wollen da auch Kontakt vermeiden und so wenig wie möglich Leute in einen kleinen Raum zusammenfügen. Dann haben wir gespürt, alles gut und schön, wir haben unser Lean Management, wir haben unseren Terminplan an die Wand hängen, aber keiner sieht es mehr. Dann haben wir mal herausgefunden, dass man das auch digitalisieren kann. Und das werde ich Ihnen hier mal zeigen. Wir machen das über das Programm Skype. Wir haben den gleichen Terminplan, was in der Wand hängt, haben wir auch digital. Und was man hier sieht, sind eigentlich ganz klar wieder die Post-its. Wir haben gesehen, dass da auch nochmal die eine oder andere angefangen worden ist und den Tagesstand da dabei ist. Diese werden überwacht von unseren Subunternehmern. Jeder Subunternehmer ist verantwortlich für sein eigenes Werk und gibt an, digital in dieses Zeitplan, ob er seine Arbeit für den Tag geleistet hat, ja, nein. Wenn nicht, bekommt mein Bauleiter über sein Handy, über sein iPad eine Meldung, pass auf, das und das ist noch nicht passiert. Vielleicht ist es passiert, aber hat den Subunternehmer es noch nicht freigeschaltet. Direkt zur Meldung und damit haben wir direkte Überwachung von dem Bauzeitplan auch digitalisiert. Wichtig in dieser Zeit, weil man eigentlich sagt, persönlich Kontakt mehr vermeiden. Auf diese Art und Weise können wir von jedem Ort eigentlich unsere Baustelle kontrollieren und überwachen. Für Qualitätssicherung. Auch so ein Thema, was natürlich für uns unheimlich wichtig ist. Da haben wir eigentlich das Folgende. Wir arbeiten da über ein iPad mit Checklist. Checklist für unsere Bauleiter, dass er pro Gewerk mal gucken kann, wo sind die Punkte, die man wirklich kontrollieren muss. Beispiel davon, klar, ist natürlich Abdichtung bei einem Schwimmbad. Man kann das kontrollieren anhand von einer Checklist, die man digitaal hat auf sein iPad. Aber wichtig daran ist, Moment, hier geht etwas schief. Wichtig daran ist, dass man die Checkliste hat. Sie sehen die hier noch in die holländische Sprache, die haben wir auch in die deutsche Sprache für unsere Bauleiter. Aber dass er auch direkt eine Kopplung hat mit einem Standarddetail. Wie und wo müssen die Abdichtungen angebracht werden und wo muss er darauf achten? Das machen wir anhand von Standarddetails, die wir in unsere 500 Bäder mal entwickelt haben. Und die werden hiermit eigentlich direkt sichtbar auf das Tablet von den Bauleiter. Wenn wir dann fertig sind am Ende, ist natürlich noch immer so, wir müssen die Revisionsunterlagen dem Bauherr überreichen. Und hier sehen Sie, wie das eigentlich bis jetzt noch immer funktioniert. Wir haben alles schön 3D geplant. Wir haben das alles über BIM-Methodiken gebaut. Wir sind stolz darauf, dass wir das alles so digitaal machen. Und am Ende, wir übergeben dem Bauherr so um die 40, 50 Ordner, die in einen Schrank hergestellt werden. Das ist alles gut und schön, da ist alles drin, da sind die Zeichnungen drin, die Bedienungsanleitungen drin, de Produktblätter drin. Alles da hat den Bauherr dann auf Papier.
das alles, was wir im 3D-Modell haben, die digitale Zwilling, die wir haben, allen Daten, die daar greifbar sind und drin sind, werden nicht weiter verwendet. Die Frage ist noch immer nicht vom Bauherr da, ist noch nicht vom Facility Management da. Warum? Wahrscheinlich die Unbekanntheit. Man weiß es noch nicht. Was werden wir da schon momentan anbieten können, ist eigentlich die Revisionsunterlage Stand 2.0. Sie sehen hier nochmal das Modell von die Wasseraufbereitung von die Firma Aquila von das Projekt Werdohl. Und Sie sehen hier eigentlich einen Plattenwärmetauscher. Wir können die eigentlich im Modell mal anklicken. Und was man dann haben, ist direkt eine Verbindung zu dem Inbetriebnahmehandbuch, zu der Bedienungsanleitung, zu das Produktblatt. Direkt im Modell wird sichtbar, was das eigentlich ist und welche Produktdatenblätter dazugehören. Das ist eigentlich in diesem Moment eine ganz kleine Möglichkeit, Aufwand, die man hat, um die Produktdatenblätter direkt in 3D-Modell zu koppeln. Ja, das war eigentlich für mich mal so ein klein Thema über was wir alles zomaar digitaal momentan aan werkzeugen daar hebben op die bouwstellen. En ik würde eigenlijk, ausgeschaltet. Ik würde eigenlijk dat Einbauteil, wat ik van Sebastian bekommen habe, würde ik eigenlijk gerne weiterleiten aan Markus, die eigenlijk mal angibt, was er als Hersteller von unter anderem Abdichtungsmaterialien mit so einem Formteil machen kann. So, in dem Sinne, Markus, für dich das Einbauteil. Ja, Paul, vielen Dank. Es ist bei mir angekommen. Das ist unser Staffelstab, der uns jetzt heute durch den Tag begleitet hat. Ich schalte mal kurz meine Präsentation dazu, denn auch ich habe ein bisschen vorbereitet. So, ich hoffe, Sie können etwas sehen. So, dann muss ich noch mal. So, jetzt funktioniert. Sehr schön, wunderbar. Ja, vielen Dank nochmal an meine Vorredner, an Sebastian und auch an Paul. Die Vorbereitung hat mir unheimlich viel Spaß mit euch gemacht. Also schon mal vorab vielen Dank, nicht, dass ich es zum Schluss vergesse. Unser Thema ist ja Schwimmhilfen. Wir als Bauchemiehersteller stehen mit unserem Kunden, in der Regel dem Fliesenleger, ja am Ende der Bauausführung oder relativ weit am Ende und sehen dann sehr häufig die Dinge, die im Vorfeld in der Planung oder auch in der Ausführung vielleicht auch mal nicht funktioniert haben. Ich habe dazu auch einige Beispiele mitgebracht und den Riesenvorteil, den wir natürlich auch im Building for Mesh Modeling sehen, ist natürlich, dass wir diese Information möglichst früh bekommen. Dadurch ersparen wir uns natürlich nach hinten raus eine ganze Menge Ärger, weil in der Regel, wenn der Fliesenleger dann beispielsweise Situationen vorfindet, die so nicht realisierbar sind, bedeutet das immer, dass wir eine Bauzeitverzögerung haben und auch höhere Kosten. Ich habe dazu ein paar Beispiele vorbereitet, aber bevor wir dazu eingehen, ganz kurz, welche Informationen können wir als Bauchemiehersteller heute schon zur Verfügung stellen? Da gehe ich kurz drauf ein. Dann natürlich, welche Informationen kann der Fliesenleger schon in einer relativ frühen Phase schon nutzen? Das sind nicht nur die Daten, die wir zur Verfügung stellen, sondern es sind eigentlich auch Daten, die im Modell sowieso schon vorhanden sind. Und dann vielleicht noch zum Ende hin Best Practice, wie wir damit umgehen, weil Sebastian hat es zu Anfang gesagt, auch wir wachsen jede Woche da mit den Herausforderungen, die an uns gestellt werden. Und gerade in der Bauchemie ist es so, dass wir ein relativ kleines Volumen am gesamten Bauvolumen ausmachen. Man spricht in der Regel so von maximal 0,5 bis 1%. Und da kann man sich ja schon vorstellen, okay, wie viele Informationen werden überhaupt benötigt, die dann auch eine gewisse Relevanz in der Ausführung beziehungsweise auch im Modell logischerweise benötigen. So, genau. Die große Herausforderung für uns ist natürlich auch das Thema Software.
als wir mit den Projekten gestartet sind, war natürlich auch bei uns erstmal die Frage, okay, mit welcher Software kann man was realisieren? Man kann natürlich unheimlich viele Varianten durchexerzieren und Sebastian hat es am Anfang gesagt, wir können jetzt auch erstmal ein Konzept schreiben und viele tausend Seiten Blatt Papier beschreiben, aber genauso sind wir nicht an das Thema herangegangen, sondern wir haben einfach mal gemacht. Wir haben mit unseren Partnern die Anforderungen aufgenommen und haben dann entsprechend einfache Lösungen entwickelt. Die einfachen Lösungen, die halt auch funktionieren. Denn wir bewegen uns hier in einem agilen Umfeld. Also es wird jeden Tag, aber es wird sich regelmäßig etwas verändern. Die gesamte Landschaft hat sich schon verändert. Vor 3 Jahren hat man mir gesagt, also wenn ihr keine BIM-Daten zur Verfügung stellt, dann sehe ich für eure Zunft schwarz. Wir sind immer noch da. Also insofern kann ich sagen, so wird es nicht kommen. Dass wir etwas machen müssen als Bauchchemiehersteller, ist klar, aber wir müssen das mit gesundem Augenmaß machen. Nicht im Sinne von viel liefern, die zum Ende hin keiner verwenden kann, sondern wir müssen uns genau überlegen, mit welchen Produkten, mit welchen Informationen wir im Grunde den Markt versorgen. Und dazu muss man vielleicht verstehen, dass wenn wir in der Bauchchemie sind, wir in der Regel von sogenannten Komplementärprodukten sprechen. Das heißt, die Abdichtung an sich steht zwar für sich alleine, aber ich brauche immer eine Grundierung, ich brauche immer einen passenden Fliesenkleber, denn nicht jeder Fliesenkleber funktioniert auf einer Fliesenverbundabdichtung und nicht jede Grundierung kann unter einer Fliesenverbundabdichtung eingesetzt werden. Und so ist es halt ganz wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, an welchen Hauptprodukten mache ich das überhaupt fest. Wir haben für uns entschieden zu sagen, dass wir diese Hauptprodukte definieren. Im zweiten Schritt ist es so, dass wir die Systemdatenblätter entwickeln, wo im Grunde daraus abgeleitet werden kann, welche Komponenten, also welche Komplementärprodukte gehören zu welchen Hauptprodukten. Weil nur so sind wir einigermaßen in der Lage, Licht in diesen Dschungel zu bringen. Hier haben wir mal ein Beispiel, wie so etwas aussehen könnte. Wir haben hier unsere Attribute, den IFC-Eigenschaftssätzen zugeordnet. Das sind lediglich 7 Attribute, die wir jetzt hier in dem Fall vorliegen haben. Man kann das natürlich auch noch ausweiten und 20, 25, 30. Aber auch unserer Auffassung nach werden die Modelle viel zu schwer, wenn wir mit relativ einfachen Schichten, weil so eine Abdichtung ist eine relativ einfache Schicht im Gesamtgebäudemodell, so viele komplexe Daten hinterlegen. An der Stelle muss man auch sagen, dass wir keine Geometrie benötigen. Und an der Stelle nochmal vielen Dank auch an die Dolbim, die uns hier bei der Realisierung geholfen hat, bei der Realisierung unterstützt hat, besonders an den Christos Stamatis. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deine Unterstützung. Ein anderes Beispiel, wie man das dann weiter ausbauen könnte, wäre, wenn man sagt, okay, wir brauchen halt mehr Attribute. So könnte das beispielsweise mal aussehen. Da haben wir jetzt 13 Attribute den Eigenschaftssätzen zugeordnet. Wir bewegen uns immer bei IFC-Daten. Auch wir favorisieren ausschließlich eine Open-Source-Lösung im Augenblick. Das resultiert natürlich ein Stück weit auch daraus, weil wir in der Planung, also speziell die Bauchemie in der Planung eher unterrepräsentiert ist und eigentlich wirklich spannend wird es für die Bauchemie erst ab Leistungsphase 5. Vorher verliert sich das so ein bisschen. Einen großen Vorteil, den wir bieten, ist, dass wir unsere Produktdaten nicht immer als einzelnes Datenblatt im Internet zur Verfügung stellen, sondern dass jedes unserer Produkte eine eigene Microsite hat. Das heißt, ich kann beispielsweise auch an diesem Beispiel aus jedem Modell heraus eine Verlinkung auf die relevante Produktseite machen. Und solange wie wir dieses Produkt am Markt vertreiben, also verkaufen, ist diese Produktseite auch aktiv. Das heißt, egal ob sich ein Produktdatenblatt ändert, ob sich ein Prüfzeugnis ändert, ob das Eigenschaftsgebiet sich erweitert, es bleibt immer bei dieser einen Microsite. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil, weil wir dadurch natürlich noch andere Informationen auch zur Verfügung stellen können. Hier haben wir jetzt mal das Beispiel von einem Projekt, an dem wir aktuell beteiligt sind. Das ist das Bürgerbad in Hahndorf in Münster. Und die grün markierte Fläche, die Sie hier sehen, soll beispielsweise mit unserer Abdichtung ausgeführt werden. Wir haben unten rechts in dem blauen Kasten sehen wir die Eigenschaftsprofile, die wir zugeordnet haben. Und Sie sehen in dem grünen Kasten auch diesen Link, von dem ich gerade gesprochen habe. Und aus unserer Sicht reicht das Stand heute völlig aus. Klar, auch hier sagt es eingangs schon, man muss über dieses Thema Systeme, also Komplementärprodukte natürlich nochmal nachdenken. Aber ich bin mir sicher, auch dafür finden wir eine Lösung.
Wenn ich über diese Seite mich verlinke oder dem Link folge, lande ich dann quasi dann auf dieser Microsite, von der ich gesprochen habe. Und dort finde ich alles, was es zu diesem Produkt gibt. Das ist später auch nochmal ganz wichtig, wenn wir über die Revisionsphasen sprechen. Also, dass ich also revisionssichere Links können wir dadurch zur Verfügung stellen. Und wenn dann beispielsweise nach 2, 3 oder 4 Jahren sich jemand erkundigen möchte, welche Informationen oder welche Produkte wurden verarbeitet, dann kann ich das halt immer noch nachsehen. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass gerade in der Bauchemie neue Produkte auch nicht jeden Tag aus dem Boden sprießen. Und insofern kann man natürlich ganz klar sagen, dass da schon eine gesunde Halbwertszeit vorhanden ist. Ja, die zweite Information, das wäre beispielsweise auch eine Information, die der Fliesenleger heute aus dem Modell ziehen könnte. Die zweite Information, die er bekommen kann, und da komme ich nochmal zurück hier auf unser Einbauteil von Sebastian, weil dieses Einbauteil in der Praxis tatsächlich auch für uns immer wieder zu Schwierigkeiten führt. Und zwar ist es so, dass dieses Einbauteil, also diese Frischwasserzuführung, die wir hier gesehen haben, immer eine Flanschplatte haben muss. So, das ist in der DIN 18.535 so beschrieben, das ist im ZDB-Merkblatt Schwimmbadbau so beschrieben. Und diese Flanschplatte muss eine gewisse Breite haben, nämlich immer mindestens 5 cm breit sein. Und sie muss aus einem ganz bestimmten Material sein, denn sehr häufig finden wir auch Materialien auf den Baustellen, die dort nicht hingehören. Ich rede da nicht nur von PE-Rohren oder KG-Rohren, sondern auch Weißblecheimer und Sonstiges. Und wir brauchen einen PVC-Anschlussflansch. Und das, was ich als Fliesenleger ja sehr früh wissen will, sind dort die richtigen Einbauteile vorgesehen. Ich habe hier mal ein Beispiel von einem Bauvorhaben, was relativ jung ist. Im konkreten Fall wollte der Fliesenleger das Glasmosaik verlegen, hat dieses Einbauteil vorgefunden, was ungefähr 10 cm vor der Wand stand. Wir befinden uns im Becken, auf der Beckeninnenseite. Und der Fliesenleger hatte jetzt die Aufgabe, dieses Teil mit einzudichten, was ihm natürlich gar nicht möglich gewesen ist. Also hat er Folgendes gemacht. Er hat die Fläche einfach ausgespart und hat dann weiter seine Fliesen verlegt. So, und jetzt können Sie sich vorstellen, das Teil, was Sie dort sehen, ist auch nicht richtig eingebunden. Also das muss also großflächig zurückgebaut werden. Und das hat in jedem Fall eine Bauzeitverzögerung und auch höhere Kosten zur Folge. Ein anderes Einbauteil, was wir kürzlich gefunden haben, ist dieser Weißblecheimer. Anstatt eines Bodenablaufs hatte man dort einen Weißblecheimer eingesetzt. Und wer jetzt glauben mag, das passiert nur im Ausland, ich kann Ihnen sagen, das Foto haben wir hier in Deutschland gemacht. Hier ein anderes Detail, das ist die Auflagefläche für den Beckenkopf beziehungsweise für den Rinnstein, System Wiesbaden. Dort hat jemand ein KG-Rohr einbetoniert. Üblicherweise finden wir dort kein KG-Rohr, sondern wir finden dort einen PVC-Ablaufkasten, wo dann entsprechend nachher dann noch die Formsteine gesetzt werden können. Der war aber auch an dem Beispiel nicht vorhanden. Und zu guter Letzt noch ein Teil, was wir jetzt gerade kürzlich auch auf einer Baustelle hatten. Dort hat man dann als Platzhalter eine Bohrkrone eingesetzt, mit der natürlich auch der Fliesenleger nichts anfangen konnte, weil das Teil muss natürlich entfernt werden. Welche Informationen in dem Modell natürlich noch relevant sind, also ich sagte ja gerade schon, können wir natürlich daraus auch ableiten. Das heißt also hier, ich habe jetzt das Architekturmodell von dem Projekt in Münster. Und wenn ich jetzt in das Projekt reingehe, also das Architekturmodell hineinschreite, dann sehe ich jetzt hier, dass es zwei Becken vorhanden sind. Ich habe ein Sportbecken beispielsweise. Ich gehe jetzt hinten mal in das Sportbecken rein. Ah, okay, ich sehe dann, okay, hier gibt es eine Rheinwasserzufuhr. Mich interessiert jetzt beispielsweise als Ausführungsbetrieb, okay, was ist das für ein Teil, was dort geplant ist? Und dafür habe ich jetzt das Architekturmodell einfach mal zurückgenommen, sodass ich nur noch die Fertigteilwände und die Badewassertechnik sehe. Und wir können jetzt hier auch schon an dem Beispiel sehen, oben rechts, ich glaube hier, genau, hier ist es, oben rechts kann man jetzt schon sehen, die Attribute, die dem Teil oder diesem Einbauteil zugeordnet worden sind, sagen aus, es handelt sich um PVC-Einbauteil. Damit haben wir schon mal die halbe Miete. Was uns jetzt natürlich noch interessiert ist, wie groß ist die Flanschbreite? Und da sehen wir jetzt hier, das ist hier in Wimpsing habe ich das gemacht, kann ich halt relativ einfach halt auch Geometrien aufnehmen, um jetzt beispielsweise festzustellen, okay, das geplante Teil ist 51 mm. Also absolut da in dem Bereich, so wie es sein sollte und so wie es natürlich auch der Fliesenleger gerne hätte.
Zum Schluss schaue ich dann vielleicht auch nochmal nach dem Ablaufkasten. Sie erinnern sich gerade an das KG-Rohr, über das ich gesprochen habe. Auch hier der Ablaufkasten ist vorhanden und auch hier habe ich die Information, dass es sich um PVC-Einbauteil handelt, also völlig unkritisch. Da kann jetzt keiner argumentieren, dass bei den geplanten Einbauteilen eine Bauzeitverzögerung oder unter Umständen Nachtrag gerechtfertigt ist. Ja, zum Schluss vielleicht noch, welche Software verwenden und was sind aus unserer Sicht wichtige Faktoren? Wir benutzen eigentlich relativ wenig Software. Ich sagte es gerade schon am Eingang. Also ich persönlich komme sehr gut klar mit BIMvision und weil das halt auf der Microsoft-Oberfläche auch sehr gut funktioniert bei mir. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt iOS-Geräte hat, dann funktioniert auch sehr gut Dialogs. Aber ansonsten machen wir halt auch viel in BIMsync und in Excel natürlich logischerweise, weil wir unsere Attribute, den IFC-Eigenschaftssätzen halt in Excel zuordnen. Weil das kann man halt relativ einfach importieren und geht da kein großes Risiko ein. Das funktioniert sehr gut und reicht für den aktuellen Stand, den wir haben, auch aus. Aber ich sagte es eingangs schon, wir sind ja noch nicht am Ende, sondern auch wir entwickeln uns weiter und wachsen dann natürlich jeden Tag mit den Herausforderungen, die uns gestellt werden. Vielleicht ein Punkt noch zum Schluss, weil auch bei uns im Unternehmen ist es so, dass man immer wieder darüber diskutiert und sagt, okay, was brauchen wir denn alles und was muss vielleicht alles unternommen werden? Und wir für uns haben entschieden, dass wir halt so kleine Leuchtturmprojekte brauchen. Also ganz entscheidend ist, dass wir den Menschen, also dass wir kleine Gruppen haben von Leuten, die sich im Grunde einem Thema mal annehmen und das auch mal ausprobieren. Also keine große Wissenschaft daraus machen, sondern wirklich nach dem Try and Error Prinzip. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit einem Zauberwürfel. Nur durch Übung und Disziplin und natürlich auch eine gewisse Intelligenz, die man dafür braucht, ist man in der Lage, irgendwann diesen Zauberwürfel zu lösen. Und so kann man sich das in etwa vorstellen. Der zweite Punkt ist natürlich die Effizienz, also auch die innerbetriebliche Effizienz. Paul hatte gerade schon gesagt, dieses Hin- und Herschicken von Plänen, von dem man gar nicht weiß, welcher ist denn jetzt der aktuelle Stand, das muss definitiv in die Vergangenheit gehören. Und auch wir arbeiten da mit SharePoint-Lösungen, sodass dann jeder unserer Teilnehmer immer auch über den aktuellen Stand informiert ist und logischerweise dann auch sein Arbeitspaket kennt, was er dann im Grunde auch abzuarbeiten hat. Und natürlich das Allerwichtigste, einige von Ihnen wissen das, ich bin im Vertrieb, letzten Endes brauchen unsere Kunden den Zugang zu diesen Informationen. Es reicht nicht aus, dass wir diese Informationen hier für uns behalten, sondern diese Informationen müssen unserem Kunden zur Verfügung gestellt werden und damit der damit arbeiten kann und am Ende des Tages einen guten Beitrag und einen wirtschaftlichen Erfolg auch an seinen Projekten realisiert bekommt. Und damit wäre ich schon am Ende, bedanke mich ganz herzlich und würde jetzt an Sarah zurück übergeben. So, dann zuallererst einmal herzlichen Dank an... lass dir ruhig die Folie, Markus. Okay. Herzlichen Dank an unsere drei Redner, an die spannenden Einblicke, an die Informationen, die sie mit uns als doch recht großem Auditorium geteilt haben. Ich persönlich fand es super spannend, aber ich bin ja auch nur die Moderatorin gerade und möchte deswegen alle Zuhörer, alle Anwesenden gerne auffordern, jetzt mal ihre Fragen zu stellen. Die etwas schüchterneren oder die ohne Mikrofon gerne im Chat. Ansonsten auch gerne, mein Kollege wird jetzt alle Mikrofone wieder freischalten, alle Kameras freischalten. Wer mag, darf gerne sich, seinen Anblick, seine Stimme und seine Fragen mit uns allen teilen. Einfach so ein gewisses Feedback wäre super. Also von meiner Seite erstmal an alle. Super, das habt ihr toll gemacht. Ja, Stefan Werberger von der Orca Software, mein Name. Ich fand das Seminar sehr gut. Ich fand auch das Endfazit von dem Herrn Kutscher der Firma Schomburg exzellent, hat aus meiner Sicht eigentlich auch auf den Punkt gebracht. Auch ich bin der Meinung, dass wir in Sachen BIM und der BIM-Planungsweise einfach bei uns rangehen müssen und loslegen müssen und einfach auch Gehversuche eigentlich starten müssen, weil meine Erfahrung auch ist,
dass viele einfach noch ein bisschen zurückhaltend in der Sache sind. Und zu meiner Person, also ich bin beschäftigt bei der Orca Software. Wir sind seit 1990 am Markt für AFA-Lösungen und bedienen in unserer Software auch BIM mit einer IFC-Schnittstelle. Und für uns ist es einfach schwierig, vor allem im TGA-Bereich. Deswegen fand ich das Seminar auch jetzt sehr interessant, weil ich ursprünglich aus der TGA-Planungsschiene eigentlich komme. War für mich sehr aufschlussreich und fand ich gut, auch in Bezug auf die neuen Formate IFC und so weiter, dass da was vorangetrieben ist, wird, ist mir persönlich sehr wichtig. Ja. Bei uns wird die Architekturschiene ein bisschen mehr bedient in Sachen BIM-Daten, IFC-Daten. Und ich hoffe, dass sich da im TGA-Bereich viel, viel, viel mehr tut. Meine Frage, die mir zu dem Seminar einfällt, ist folgende. Es ging ja da vor allem um Schwimmbad, um dieses Projekt. Und was mich interessieren wird, Schwimmbad klingt ja eher so nach einem öffentlichen Bauvorhaben mit öffentlichen Auftraggebern. Ja, das kann auch anders sein. Bloß die Erfahrung ist, dass öffentliche Auftraggeber ja das Problem haben der neutralen Ausschreibung. Und deswegen würde mich persönlich interessieren, wie man mit BIM-Objekten, mit BIM-Daten, wie Sie es eigentlich jetzt so schön beschrieben haben, eigentlich arbeiten kann oder wie es in diesem Projekt eigentlich zustande gekommen ist, dass man bereits in der Planungsphase CAD und so weiter, dass man da eben schon BIM-Daten einsetzen kann, wie sie eigentlich in diese Schiene gekommen sind. Paul, möchtest du das vielleicht beantworten? Ich denke, das ist dein Thema. Du bist noch stumm geschaltet. Jetzt besser? Okay. Ja. Ja, ich kann das für Ihnen beantworten. Die Projekte, die Sie jetzt gesehen haben, sind drei Beispiele, die sowohl kommunale Bäder als auch private Bäder sind. Warum BIM eigentlich? Weil wir als GU, es sind Projekte, die wir in Design und Bild ausgeschrieben worden sind. Und wir als GU schon über 10 Jahre, 15 Jahre mit BIM beschäftigt sind und daar ganz klare Vorteile sehen für das ganze Bauprozess. Wir versuchen unsere Planer mit im BIM einzubeziehen. Wir machen das mit POS 4 ganz gerne, weil die sehen auch die Vorteile davon. Als Architekt, wir haben die nicht gezwungen, die sehen zelf die großen Vorteile, wenn die im BIM planen. Das gleiche gilt für Aquila als Wasseraufbereitungsfirma. Ich schreibe nicht vor in meinen Verträgen, dass die mit BIM arbeiten müssen. Ich versuche die überreden und die von den Vorteilen von BIM-Methodik. Es muss eine Win-Win-Situation sein und das ist es auch. Und Sie sehen das an dem Vortrag von Sebastian Klering. Die haben hier ganze eigentlich Fabrikationsprozess in die BIM-Methodik mit integriert. Ich bekomme keine, in die Ausschreibungsunterlage, keine Vorgaben, das machen müssen, weil BIM so ein Zauberwort, man weiß überhaupt nicht, was es beinhaltet. Ich weiß, dass Herr Thalhäuser von das Bürgerbad in Handorf auch mit dabei ist. Die hat in seiner Ausschreibung niemals über BIM geredet. Aber wir arbeiten das Projekt komplett in BIM-Methodik aus, weil das bringt Vorteile für alle. Ja, das verstehe ich, aber mir geht es ja hauptsächlich darum, also ich sehe die Vorteile von BIM auch, ich vertrete diese Vorteile auch und wir in der Orca Software, wir vertreten auch den Open-BIM-Weg. Das ist für mich auch ganz wichtig. Bloß für mich wäre tatsächlich interessant, wenn ich die Vorgaben habe, in einer Ausschreibung, die herstellerneutral sein soll, dann habe ich Probleme aus meiner Sicht mit BIM-Objekten,
die von Produktherstellern eben bereitgestellt werden, was ich nicht gut finde, weil wir natürlich auch, wir haben ja ein zweites Portal ausschreiben.de und da bedienen wir Produkthersteller und ich bin ja auch beratend für Produkthersteller eigentlich tätig, aber wie haben Sie das hier so schön in diesem Projekt, das Sie gezeigt haben, geschafft, dass Sie, dass diese Zusammenarbeit passt und dass Sie mit Ihren BIM-Objekten arbeiten können? Wie gesagt, es ist für alle Parteien ein Vorteil und die arbeiten ganz gerne in BIM. Das gilt für die Firma Aquila mit seinen Wasseraufbereitungsanlagen, das gilt für die Firma Ackermann, die die Lüftungsanlage plant und baut. Es gibt Vorteile und wenn die Vorteile auch für den Hersteller da sind, dann arbeitet er gerne darin. Ich glaube, okay, Paul, was er eher meint, ist, wir mussten in dem Fall jetzt, weil wir als euer Subunternehmer arbeiten, in dem Generalunternehmerschaft nicht produktneutral arbeiten anfangen, sondern wir konnten direkt unsere Produkte platzieren. Und habe ich Sie das richtig verstanden? Darum ging es, wie wir das schon machen konnten. Ja, richtig. Und Sie haben die Produkte dann platziert beim Bauherrn schon bereits oder beim Fachplaner? Na, die Firma Pelikan hat das als Konzept komplett angeboten und wir waren integriert. Und daher okay, war im, genau. Es gibt aber natürlich die Möglichkeit, ich habe das vorhin kurz gezeigt, mit einem entsprechend niedrigen Level of Development und ich sage mal einer vorsichtigen Attributwahl kann man auch BIM-Modelle herstellerneutral darstellen. Man braucht eben eine ungefähre geometrische Form. Die sind dann aber ja auch bei verschiedenen Herstellern oft ähnlich. Da geht es vor allem ja darum, Platz zu reservieren und vielleicht noch die Anschlüsse grob in der richtigen Richtung zu haben. Und dann kann man damit schon anfangen und die dann später durch höher detaillierte Modelle ersetzen. Aber die Methode gibt es durchaus auch in einem öffentlichen Rahmen, dass man einfach herstellerneutral beginnt und dann das HC-Produkt später einsetzt. Danke. Super, danke dir. Ich würde jetzt gerne noch eine Frage eines schreibenden Interessenten vorlesen. Und zwar fragt Herr Eckert, mit welcher Software die Revisionsunterlagen 2.0 dokumentiert wurden. Paul, ich glaube, dein Typ ist gefragt. Ja, ich kann es so beantworten. Wir haben da die Verbindung gemacht eigentlich. Wir haben einmal auf BIMSync haben wir die Fachmodelle stehen. Wir haben auf Brixis die ganze Dokumentenstruktur dargestellt. Eigentlich haben wir eine Verbindung gemacht zwischen die zwei Plattformen. Einmal hat man die Dokumenten und einmal hat man das BIM-Modell. Und da muss man eigentlich den Verbindungen machen. Eigentlich so eine Verbindung wie die auch von Markus dargestellt ist, die machen auch so eine Art von Verbindung. Diesmal über eine Website, wo man die verbinden kann. Herr Eggert, wurde Ihre Frage damit beantwortet oder möchten Sie den Herrn Geritz noch etwas fragen? Im Namen von Paul, gerne. Gibt es weitere Fragen? Ich würde gerne was fragen. Tobias Reckert? Ja. Ja, man hört Sie. Ich würde auch gerne erstmal Danke sagen für den sehr kompakten Überblick auch von Herrn Geritz über den Workflow bei der Produktion, die Pelikan wiederholt sozusagen in die Tat umsetzt. Und auch die Erkenntnisse dort zu teilen, ist für uns Planer sehr ermutigend, sozusagen die BIM-Methode immer weiter zu verfeinern und sich auch auf einem guten Weg zu fühlen, weil in der täglichen Praxis ist das sehr selten, dass man sozusagen BIM auf der Baustelle halt wirklich wiederfindet. Jetzt zu meiner Frage. Herr Kutscher hatte dargestellt, wie sozusagen die Produkte attributiert sind. Ich habe aber nicht so richtig verstanden, wie man als Planer letztendlich diese Produkte in sein Modell sozusagen integrieren kann. Gibt es auf der Webseite bei Schomburg sozusagen die
Produkte hinterlegt? Kann man die da sozusagen sich greifen? Oder wie funktioniert sozusagen die Übernahme in die Modelle? Ja, da würde ich gleich drauf antworten, Sarah, wenn das okay ist. Selbstverständlich. Gut. Danke dir. Nein, noch gibt es die Daten nicht auf unserer Internetseite. Ich sagte ja zwischendurch schon, dass wir halt im Überlegen sind, weil wir ja immer noch die Klippe umschiffen müssen, wie kriegen wir das mit diesen Systemen, also mit diesen Komplementärprodukten gelöst. Das ist noch nicht ganz sauber, da arbeiten wir im Augenblick noch dran. Aber perspektivisch werden wir das auf alle Fälle zur Verfügung stellen. Und das wird dann genau dann wieder über diese Microsites laufen, so, wo es eine eigene Registerkarte gibt, wo ich dann im Grunde diese Daten abrufen kann. Ich sagte aber zwischendurch auch, wir wachsen auch da mit den Herausforderungen. Meiner Meinung nach reichen in unserem Segment, ich sag mal, 5 bis 10 Attribute völlig aus. Es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu. Also wenn einer sagt, okay, ich brauche da 25 oder 30, dann liefern wir auch 25 oder 30 Attribute. Aber das hängt so ein bisschen jetzt davon ab, wie sich die Planer an uns wenden. Und letzten Endes, ich sagte das in meiner Abschlussfolie, wir machen das ja nicht für uns zum Selbstzweck, sondern wir machen das letzten Endes für unsere Zielgruppen, für unsere Kunden. Und die haben natürlich, logischerweise können die ihre Wünsche an uns herantragen und dann prüfen wir das, welches für beide Seiten am meisten Sinn gibt. Danke sehr. Ich hätte vielleicht noch eine Anschlussfrage, wenn das erlaubt ist, an Herrn Geritz. Bitte. Sie arbeiten ja sozusagen mit viel mehr Bauteilen und bei welchen Bauteilen ist die Datenlage eigentlich mit den Attributen schon sehr gut und bei welchen noch nicht? Ich weiß nicht, ob das zu allgemein gefragt ist. Können Sie dazu etwas sagen? Also es geht in die Richtung, wenn es jetzt gewünscht ist vom Bauherrn, ein S-Bild-Modell zu bekommen und das als Dokumentation auch zu benutzen. Auf welche Schwierigkeiten trifft man als Planer bei der Attributierung aktuell? Schwierigkeit, wo man das trifft, man kann im Moment noch nicht ein komplettes S-Bild-Modell verlangen, weil noch nicht alle Subunternehmer arbeiten konform an BIM-Methodik. Mhm. Wenn man das wirklich verlangt, dann wird den wie soll ich das sagen? Dan wordt het zeer schwierig om daar mal alle mogelijke subondernemers te vinden die dat alles daarin mitwerken kunnen. Ik geloof, we zijn aan een momentan zijn we daar eraan dat we dat immer weiter ontwikkelen. Het is een lernproces wat we jetzt hebben, wat ik ook aangegeven heb. Ik zwinge mijn subondernemer niet in die BIM-methodiek te arbeiten. Ik versuche die daarvan te overtuigen dat dat die beste art en wijze is. En dat het ook voor die voordelen brengt. Zo in dem sinne, was, wenn man sagt, ich brauche ein S-Bild-Modell, is im Bereich von Technik, sag mal, die Komponenten sind eigentlich fast allen da. Sie haben das gesehen, die Wasseraufbereitung, das ist alles schon definiert, was da an einem Plattenwärmetauscher ist. Man hat das auch im Bereich von Heizung, man hat das im Bereich von Lüftungsanlage. Da kann man eigentlich fast alles attributieren. Komplett S-Bild wird schwierig sein. Soweit sind die Entwicklungen noch nicht. Aber das geht immer weiter und weiter. Das geht natürlich auch im Bereich von Fensterbau, auch da. Es geht im Bereich von Innentüren, es geht im Bereich von Türschließer. Es geht immer weiter, aber es ist noch nicht so, dass im Moment ein komplettes S-Bild-Modell verlangt werden kann. Das heißt, in dem Bereich der Oberflächenmaterialien gibt es sozusagen noch größere Lücken, die man als Planer füllen müsste, indem man aus Datenblättern sozusagen selbst Attribute einträgt. Wie meinen Sie das mit Oberfläche? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Wandbeläge habe, also Wandfarbe, Putz unten drunter, oder wenn ich Fliesen habe, dann gibt es bald die Abdichtung unten drunter von Schomburg zum Beispiel.
aber bei den Fliesen gibt es noch nichts oder ich habe noch nichts gesehen dazu. Diese Lücken müsste sozusagen der Planer füllen, wenn er ein S-Bild-Modell beauftragt bekommen würde. Ja gut, das ist, was eigentlich vom Bauherr dann verlangt wird, weil es ist natürlich alles möglich. Man kann, wenn man ein Modell hat, wo die Fliesenbelag mit in das Modell mit integriert ist, kann man ganz klar ein Attribut daran hängen, dass es die Fliesen von Arco Buchtal sind in das und das Format. Und die Richtung muss natürlich gehen, weil es gibt da natürlich auch, wir müssen schon anliefern, die das Reinigungskonzept von die Fliesen. Das müssen wir schon als Bedienungsanleitung mit anliefern. Die kann man natürlich, wie ich Ihnen gezeigt habe, auch in die Art und Weise direkt koppeln in das Modell. Okay. Das ist auch ein interessanter Gedanke, dass das man damit auch dokumentieren kann. Ja, absolut. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht eine kurze Unterbrechung zwischenzeitlich. Es wurde schon direkt nach der Präsentation gefragt. Einerseits wird diese Präsentation auf YouTube hochgeladen. Den Link erhalten Sie per Mail. Darüber hinaus hat mein Kollege Mohamed uns die Präsentation als PDF zusammengestellt. Ihnen bereits einen WeTransfer-Link in den Chat geschrieben. Das bedeutet, dort können Sie alle Präsentationen oder wahrscheinlich eine gesammelte Präsentation herunterladen. Aber zurück. Gibt es noch weitere Fragen? Ein Danke kam. Sebastian, Paul, Markus, danke an euch. Mohamed, danke für die Organisation. Ja, wir haben zu danken. Sehr gerne.